Guten Abend, meine Damen und Herren Dinge. Heute etwas später. Ich war noch meinen Onkel besuchen. Deswegen bin ich etwas später nach Hause gekommen. Gestern wurde dieses kleine unbekannte Flugzeug, die Stechmücke, Mosquito, released. Wie ihr an der 13 erkennen könnt, ich habe auch schon mal geguckt. Auch wie immer bei diesem Spiel Never Play on a Patching Day. Jetzt lasst mich, bevor ich reinsteige, kurz gucken, ob sie mittlerweile irgendwelche. Nöp. Nöp, 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 nöp. Keine extra. Okay. Ich habe keine Ahnung über das Flugzeug. Außer, dass es bekannt ist. Nein, Spaß beiseite. Und ich würde die normale. Ne, da habe ich mich verklickt. Ne, weg. Normale Roaming-Tour, wobei, da würde eigentlich sich eher Normandie bzw. Rheinland anbieten. Da ist sie. Bla bla. Ne, wir sind geparkt, bitte beim ersten Versuch. Danke. Start. Minoris, wie geht's dir? Na komm, lad. Sehr schön. Bald ist langes Wochenende, morgen noch und dann ist langes Wochenende erstmal. Gucken wir uns erstmal an, das Wichtigste, welche Tarnung es hat. Das ist die Standard. Okay. Dann gibt es die D-Variante mit den Normandie-Streifen. Das ist im Prinzip das gleiche. Ja, nicht nur Dominoris. Das ist nicht nur, das ist im Prinzip dieselbe Idee wie bei den deutschen Fliegern mit der gelben Nase. Dass die Flak weiß, auf was sie schießen soll oder auf was nicht. Was ja bei Bodenplatte der deutschen Luftwaffe nicht geholfen hat, aber ist ein anderes Thema. RAF Mitte 1944. Okay, da hat es die Streifen nur noch unten. Da oben macht auch wenig Sinn und spät. Was ist da jetzt der Unterschied? Okay, das Tarnmuster ein bisschen anders. Okay. Haben wir noch 45, da ist dann die Normandie-Sache weg, dafür haben sie schwarze Propeller. Okay. Nachtjäger. Unten halt schwarz. Klar. Tagjäger, unten ein bisschen heller. Special Duties. Ah, da haben wir dieses, ich sag immer, dritten Navy Blau. Dieses, was ist das? Graugrün, beige. Oder sowas. Südostasien. Okay, da war ein bisschen Dschungeltarn sozusagen. Okay, aber das ist dann. Ist das australische und das hier ist Süd. Nee. Das RNZ ist Neuseeland, oder? Herrliches Joe. Da haben wir eine Bedruckung hinten drauf. Da haben wir CC. Die Jungs sagen mir alle nicht. Der hat eine Null. Okay. Maple Leaf. Wieso ist jetzt, Moment mal. Ich sehe gerade, Bild ist schwarz, oder? Hä? Seht ihr was? Nee, oder? Hast du überhaupt was gesehen gerade die ganze Zeit?
Genaues. Sag was. Wann war das Bild weg? Nonvis, wann war das Bild weg? Och Mann, habe ich jetzt gerade umsonst alle. Ja, jetzt habe ich es gerade wieder angemacht. Habe ich gerade ja alle. Okay, dann fangen wir eben nochmal von vorne an. Die Standardfarbe. Dide mit Streifen. Ein bisschen andere Streifen. Noch ein bisschen andere Streifen. Ja, war zwischendrin schwarz oder nicht? Da muss ich mal gucken. Und hallo Nonvis. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Und Black Roof. Rufe, okay. Ja, da habe ich es auch gesehen, dass es plötzlich war. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit gesehen. Okay, war es wahrscheinlich bloß kurz weg. So, Bewaffnung. Ah, viel Spaß beim Rennen. Viel Glück dabei. Wir haben die Brownings. Das sind, glaube ich, 8 Stück, oder? Warte mal, Hispanos? Wie war das? Das sind 4 Brownings und 4 Hispanos. Also, wie war das? Genau, das hier sind die Brownings und das sind die Hispanos. Oder umgekehrt. Wir kennen das so schlecht. Einmal mit 2000 Schuss und einmal mit 3000. Warum sollte ich die mit weniger Munition mitnehmen? Also so viel kann das doch jetzt auch nicht an Gewicht Unterschied machen, oder? Das Ganze dann nochmal jeweils mit 250 Kilo, Pfund. Pfund, Bomben, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Layout und... Die sind im Bombenschacht. Das Ding hat einen Bombenschacht? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Und die sind am Flügel, so rum war es genau. Gebe ich dir recht. In der Realität könnte das natürlich den Funken, ich komme an oder nicht machen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Dann gibt es das Ganze noch mit 4 und das Ganze noch mit 500 Pfund Bomben. Okay. Dann gibt es die 75 mm Variante. Also quasi die Entenvariante. Witzigerweise dann, Moment mal, die Hispanos sind AP und HE, während die Brownings immer nur AP sind. Okay, und hier gibt es einen rein AP-Gedöns. Okay. Da ist dann der Bombenschacht mit der Gun voll, deswegen gehen nur die am Flügel montierten, das ist klar. Und hier habe ich 2 Brownings weniger. Okay, dann kann ich noch Raketen mitnehmen, HE oder AP. HE-Granaten. Und AP. Was ist jetzt da wieder der Unterschied? RP3 MK3 RP3. Ach, das sind MK1 und das ist halt die dritte Generation und dann. Was ist da der Unterschied? Die Aufhängung oder die Rakete? Dann gibt es Tired Whales. Ich glaube, das sind die Aufhängungen der Unterschied.
Würde ich jetzt mal tippen. Ja, also ich gehe auch mal davon aus, dass es die Aufhängung. Also zwischen den beiden die Aufhängung. Hier dürfte es wahrscheinlich Rockets und MK3 nennen. Das sind die Aufhängungen. Das sind die Aufhängungen. Also sie sehen ja auch optisch anders aus. Also hier sieht man hier so, so 4 und dann hat man hier. Die übereinander. Aufhängung, damit Luftwiderstand und auch sonstige Dinge, die damit verbunden sind, okay? Ein Gunset, besserer Sprit und Open Exhaust. Open Exhaust sieht man hier. Ist halt wahrscheinlich dann bessere Kühlung, allerdings dafür verwundbarer, würde ich jetzt einfach mal tippen. Gut. Nichtsdestotrotz, wir nehmen hier mal Standard. Ich nehme mal das. Ne, ich nehme mal Standard Gunsight und keinen Sprit, einfach mal nackig. Annehmen. Spezifikation soll ich mir noch kurz angucken. Drehzahl Atta, Drehzahl Atta. Startleistung 3000 Umdrehungen. Ach, du meinst, dass man die Fehlzündung oder sowas nicht aufgeblitzt ist? Das kann natürlich auch sein. Dann gibt es eine Steigleistung in 16.000, oh Scheiße, Fuß- und Kampfleistung, 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 Kampfleistung. Nennleistung, Climb-Power, Kampfleistung, Kampfleistung. Ich glaube, hier sind die Übersetzungen noch ein bisschen falsch. Modifikation. Okay. Werden sehen. An was ich mich am meisten gewöhnen werden muss, ist die komische Sitzposition. Was meint er? Das Visier im Auge. Ja, aber ich sitze nicht auf dem Sitz. Weil eigentlich sitzt der Pilot hier. Also jetzt bin ich ungefähr mittig Sitz. Das Visier ist allerdings mittig angebracht und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Dass der da auch durchgucken kann, oder? Also warum ist das Ding mittig? Ich habe einen Scheibenwischer. Okay. Also irgendwas bewegt. Ach, da unten. Ha! Da unten. Die Tür. Na toll. Und hier Propellerbrezel kann ich drehen. Hier passiert nichts. Okay, ich sollte vielleicht den Motor anmachen. Vielleicht hätte mit Warmmotor starten, egal. Es ist sehr irritierend, in die Richtung zu gucken und dem da fast die Backen abzulecken. Motordrehzahl. Überkühlt. Ja, unten drunter dementsprechend die Temperaturen. Ja klar, ist gerade zu kühl. Wasserkühlung ist auf null. Ja. Ich kenne halt die Wassersonderlösung. Und bei der ist es halt so, dass wenn du nicht zoomst, bist du hier und wenn du eben zoomst, dann macht's flop. Water Breed, this is Acorn, Leader.
requesting taxi to runway. Over. Acorn. Affirmative. Taxi to runway. Acorn. Leader. Roger. Gut, dann gucken wir mal die Instrumente. Links, rechts, Umdrehungszahl. Das Ding hat ein Turbo. Oh scheiße, ich habe keine Tasten von Turbo belegt. Ein Kompass. Die Klappen sind da, okay. Wo ist das Instrument zu meiner Klappe? Irgendwo muss es doch ein Instrument geben, wo mir sagt, wie viel. Ich bin irritiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na gut. Badum. Höhe, Geschwindigkeit in Miles per Hour, Horizont, Steigleistung, Slip und Turn, ein Kompass. Ah! Da ist es. Flaps. Wobei, entweder ist das Instrument falsch oder die Aussage auf der Seite. Jetzt lag das 19. Jetzt bin ich bei 40. Nee! Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, das Instrument ist kaputt. Das passt so nicht. In meinen Augen. Das sind Prozent, aber ich. Naja. Stimmt. Stimmt. Das sind Prozent, aber ich komme trotzdem nicht nach ganz unten. Stimmt, das sind Prozent. Ich depp und das sind Grad. Ja, natürlich. Ech. Bin schon ruhig. Komm trotzdem nicht nach ganz unten. Gut, das hat nichts zu sagen. Aber ja, klar. Nee. Hm. Fahrwerk. Was bist du? Luftversorgung. Brakes. Okay. Trim. Bomben haben wir jetzt nicht. Und hier ist man nichts mehr. Okay. Hast du einen Wheel? Nein, hast du nicht. Ja, ja, deswegen meinte ich ja, es sagt ja nicht wirklich was. Oh, mit Meilen pro Stunde müsste ich mich mal beschäftigen, wie man das einfach umrechnen kann. So, welche Richtung? In die Richtung, okay. Hallo Titus! Okay, wie lenkt man das Ding? Also ich stehe voll auf der linken Bremse. Hat das Ding überhaupt Bremsen? Nee, oder? Nein, hat es nicht. Also ich drehe gerade komplett in die andere Richtung. Bremse ist anziehen. Sag jetzt nicht, das ist eine Extra-Taste, dann krieg ich's kotzen. Pause. Titus, wie geht's dir? Das ist bei Richtungssteuerung, glaube ich.
Meinst du dieses STRG-R oder was? Ja, bei mir auch, bei mir auch. Achtung Kamera, bitte. Achtung Kamera, Achtung Kamera. Okay. Ja, aber damit kann ich doch nicht lenken. Ja. Also ich sehe, was du meinst, aber mit Ruder jetzt. Wer hat sich denn so scheiße einfallen lassen? Kein Wunder, haben die Briten so Probleme ge. Wie kommt denn aus so Ideen? Alles gut, alles gut, alles gut. Ich kann es zumindest nicht entkoppeln, ich weiß es nicht. Wie soll ich denn da taxien, verfluchte Scheiße? Oh. Sorry, das System ist kacke. entweder muss ich noch eine andere Tastenbelegung finden oder das System ist einfach wie es ist und es ist scheiße. Okay, jetzt habe ich gerade irgend. Ich habe. Na toll, ich habe STRGE gedrückt. Wir steigen gleich aus. Nein, das ist. Boah. Ja, aber ich bin dafür, nein. Kurz zur Erklärung, wenn es darum geht, zwei Dinge auf einmal zu machen. Kleinhörnchen spielte mit seinen Kumpels Fußball. Kleinhörnchen hatte den Ball. Kumpels fragten etwas, weil wir haben ja just for fun geredet. Kleinhörnchen stoppt den Ball, antwortet und spielt dann weiter. Weil beides zusammen geht nicht. Reden, auf eine Frage antworten, laufen und Ball spielen geht nicht. Bin ich geistig und körperlich überfordert. Das ist nicht nur siebte oder mal, das ist für mich die Hölle. Sag ich ganz ehrlich, das ist für mich, mal gucken, ich probiere es nochmal, aber es ist für mich die Hölle. Zwei Dinge auf einmal tun ist für mich die Hölle. Kriege ich das vielleicht irgendwie anders hin? Mal abgesehen davon, dass die Tastenbelegung halt einfach wahrscheinlich auch noch scheiße ist, mit S, dass ich da hier halb mit Tastatur und. Satz plus 1 genommen. Mal gucken. So geht es. Jetzt kann ich sozusagen. Oh Gott. Der hat halt hier, wie ihr seht, einen Hebel, der sich halt justieren lässt.
Ich habe aber hier keinen Hebel. Ich habe Cola-Fläschchen. Warum hörst du dich so komisch an? War das quasi eine Extrasicherung, dass falls ein Flugzeug in den Feindes hand, dass der auch hundertprozentig mit dem Ding nichts anfangen kann? Waterbury, this is Acorn, leader. Requesting taxi to runway. Over. Acorn. Affirmative. Taxi to runway. Acorn. Leader. Roger. Was ich so gut wie nicht sehe, hilft da jetzt auch nicht dabei. Oh Gott. Also nimmt er jetzt die eine Pedale, nimmt er das andere nicht mehr, okay. Das war zu viel, das war zu viel. Ich sehe nicht, ob ich auf dem Weg bin. Ich sehe nur da vorne, dass die Stadt und Landebahn. Nee, ich bin nicht mehr auf dem Weg. Hallo! Nein, 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 ich war doch schon, ich war doch schon. Nein, 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 nein. Waterbury, this is Acorn, leader, requesting takeoff clearance. Over. Jupp, Michael, einen wunderschönen Abend. Die Moskitos, sorry, dass ich gerade nicht auf den Chat achte, aber das war ja. Boah! Okay, Start. Ich tippe mal voll YOLO, auch wenn mein Motor. Ich warte jetzt, ich habe dummerweise wieder vergessen, aber ich warte jetzt nicht, bis der Motor warm wird. Ja, mega early Normandie. Ich habe jetzt eigentlich auch auf beide Pedale unten, also ich habe ja die Ruderpedale als Bremse links, rechts. Entschuldigung. Aber komischerweise akzeptiert er bloß als Input das rechte. Also wenn wir nochmal gucken. Also hier linkes Rad, rechtes Rad. Und das habe ich hier jetzt auch gemacht. Links und rechts, beides. Eigentlich gleichwertig, aber er regiert nur, wenn ich das linke Pedal drücke, aber nicht das rechte. Genau selbige, Michael, genau selbige. Also, anschnallen. Das ist extrem irritierend, wie der da sitzt. Ich habe eine Frau, die daheim auf mich wartet, Kollege. Naja, die Briten.
Und wie ich sitze, ist immer noch, ich finde es immer noch irritierend. Okay. Schub 100 Nonvis, gehe ich richtig in Annahme, dass es wirklich bloß die Wasserkühlung 0 oder 100 gibt. Ich kann es entweder ein oder aus. Aus oder ein. Da bin ich auch etwas irritiert gerade. Und für Öl gibt es gar nichts, oder? Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut. Dann probiere ich mal mein Glück. Na toll, ich bin neben der Startbahn. Na toll. Es ist extremst irritierend. Ich fliege in eine andere Richtung, Professor. Aber was ich sagen muss, dafür, dass es eine zweimotorige Maschine ist, extrem agil. Also ich bewege es und das Ding fängt sofort an, in die Richtung zu gehen, wo ich es hinbewege. Das macht Spaß. Sind die gegenläufig? Ne, sind sie nicht. Könntest du mal zu... Genau, kümmer du dich mal ums Funken und so weiter. Mamma mia. Ich fliege auch gleich noch Quintemission mit dem Ding, aber jetzt erstmal hier ein bisschen gucken, wie es denn ist. Okay, es wird schon ein bisschen wärmer. Was geht denn dann eigentlich auf? Nichts, was wir vom Pilotensitz aus sehen. Okay. Jetzt ist es offen. Die Frage ist, ob der einem auch hilft. Also der ist ja, der sitzt ja nicht nur zum Spaß rum, sondern der soll ja mitgucken. Wobei ich es immer noch extrem irritierend finde, dass ein... Na, Schnauze, dass da ein Co-Pilot drin sitzt, der nichts machen kann. Finde ich immer noch etwas irritierend. So, wo ist die Kolonne?
Ich würde auch sagen, dass hier einen lässt unten, ja. Ach da. Na toll. Ich fahr grad rüber. Flieg grad rüber. Den Scheibenwischer, hab ich da eine Taste belegt für. Was ist die Taste für Scheibenwischer? Du willst mich doch. Ach stimmt, sie haben die Flak akkurate gemacht, habe ich gelesen. Juhu! Das, was das Spiel gebraucht hat, eine noch akkuratere Flak. Das sind die Brownings. Wow. Und sie macht zu hinten, okay. Beziehungsweise ich war halt einfach schon. Aua. Aber ich habe sie erwischt. Getradet. Die Scheibenwischer sind schuld. Was ich natürlich gern ausprobieren würde. Nein. Moskito. Ich fliege jetzt keine halbe Stunde, um eine Kolonne anzugreifen. Gibt es keine Panzer? Artilleriesturm. Greif mal eine Artillerie, wobei ich habe AP dabei. Ich brauche Panzerzähle, Kollege. Mich sehr lange. Luft, nix. Start in Luft, jawohl. Greifen wir halt eine Artilleriestellung. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mit der 57er hinfliegen, aber gut, probieren wir es halt mal. Wobei mich ehrlich gesagt schon ein bisschen wundert, dass die 57er nur AP-Munition hat. Da bin ich ein bisschen irritiert. Nehme ich Raketen? Ja, komm, nehme mal Raketen mit. Genau. Schiffs- und U-Boot-Bekämpfung. Und da reicht's, wenn du Löcher stanzt. Konvergenz ist hier an dem Ding eigentlich egal. Raketenreichweite, Kontakt. Ich glaube, die meinen damit nicht die Reichweite, sondern ob wann das Ding explodieren soll, oder? Wobei das ja als Reichweite. Das ist kein Verzögerungszünder, sondern das Ding explodiert nach so und so. Ja, und das ist eine Bodenrakete, da gibt es bloß Kontakt. Passt. Passt. Habe ich schon erzählt, dass ich Level in Bomben gelernt habe? Ich habe Level in Bomben gelernt. Nee. Wieso habe ich Geleitschutz? Mir ist die Zigarette schon runtergefahren. War noch nicht an, keine Angst. Aber wir sind schon auf Ziel am Flug, okay.
Dann greif du mal die Bombe an. Ich guck hier nach dem Boden. Ich kann noch keine Artilleriestellung sehen. Irgendwo da dazwischen, oder? Müsste sein. Ich glaube, da zur Linken, da. Einstellungen, Tastenbelegung, Scheibenwischer, Scheibenwischer, schnell, schnell, schnell. Welche Taste ist der Scheibenwischer? Natürlich bin ich schon wieder getroffen worden. Du willst mich doch trollen. Was habe ich jetzt gedrückt? Rabbit, Leader, Artillery, Squadron, 12 o'clock, Range, 3 miles, Engage, Point. Wo? Ach da, scheiße. Was hat mich erwischt? Irgendwas hat mich erwischt. Angel 3, engaging fighter to the southwest. Range half mile. Out. Whoa. Die geht ein bisschen hoch. Oder? Zieloptik auf was angestellt? Und warum hört der Scheibenwischer mittendrin auf? Was soll das denn? Muss ich das echt abpassen? Ich muss es echt abpassen, okay? Ach, hier sind Jäger unterwegs. Na toll, das hätte auch jemand sagen können. Die Artillerie. Sie wackelt ein bisschen im Anflug. Gut, das kann jetzt wieder mal eine Beschädigung sein. Okay, sie ist recht genau, die 57. Also einen Panzer kriegst du damit locker. Geh weg! Ja, das habe ich mal halb gedacht. Und du darfst gar nicht klugscheißen. Ich bin ehrlich, ich bin, was das Fliegen angeht, bei den britischen Maschinen nicht so Firmen wie bei deutschen, amerikanischen oder japanischen Maschinen. Noch ein Anflug, dann machen wir mal eine Bomberjagd.
habe ich auch nicht mehr die Geschwindigkeit, jetzt zockt es mir ein bisschen ab. Ah, ich bin alle, na toll. Okay. Angel 3, engaging fighter to the north. Range 3 miles. Alter. Angel 4, engaging fighter to the north. Range 3 miles. Alter. Ich habe doch noch Raketen dabei, oder? Okay, die gehen komisch runter. Uah. Die gehen. Hä? Angel 3, Target destroyed. Angel 4, Target destroyed. Einen Raketensatz müsst ihr noch haben, glaube ich. Angel 4, engaging fighter to the south. High range. Ja, ich mach die Motoren jetzt voll ins kaputt. Okay, die Raketen gehen direkt runter. Ja. Ich habe auf das Ziel geschossen und die sind etwas vorher eingeschlagen. Okay. Ja, ich habe auf das Ziel gezielt. Ja. Ihr wisst, was ich meine. 5 Salvos. Dann habe ich sie entweder schon verschossen oder es sind doch plus 4. Okay. Ja. Du meinst bei der Kanone? Das sind 22 Schuss und die dürfte ich, glaube ich, verbraten haben. Ich glaube. Gibt es hier Bombe abfangen? Nö. Bin ich mal gespannt. Hallo Medic, einen schönen Abend wünsche ich dir. Ich streame heute auch nicht gleich als Vorwarnung, nicht allzu lange. Wie gesagt, ich war vorhin meinen Onkel besuchen, der ist vom Krankenhaus ins Pflegeheim gekommen und bin aus dem 8. nach Hause gekommen. Und müsste morgen ja nochmal arbeiten. Dementsprechend. Aber ich wollte unbedingt das Ding hier mal fliegen. Danach wird man, glaube ich, nur eine Mission oder sowas, aber dann mal gucken. Toll, ich habe vergessen, die Wolken auszumachen. Müssten vor mir, unter mir sein, na toll. Mit Wolken habe ich mir jetzt gerade sozusagen keinen Gefallen getan.
Toll, wo sind die? Ah, Kacke. Auch nochmal mit besserem Wetter. Können Sie noch mal probieren. Patrol for air and ground targets on your own. Out. Acorn. Leader. Patrol for air and ground targets on your own. Out. Okay, der ist hin. Ich kann abhauen. Das eine, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ach da. Den Flügel zerrissen? Ja, das ist ein beschissener Anflug. Das, nee, so nicht. Geschwindigkeit habe ich, das Ding ist ja schnell wie so. Und erwischt und weg. Hallo Morphitsche, einen schönen guten Abend wünsche ich dir, wie geht's dir? Nein, beschissen angeflogen. Du lebst noch, das hört sich jetzt aber auch nicht so begeistert an. Wenn ihr euch gerade fragt, was ich hier gerade mache, ist durch die Seitwärtsbewegung haben es die Gunner schwerer, die, weil sie nicht nur, also sie müssen in zwei Richtungen vorhalten, sozusagen. Muss, ne? Ja. Bei mir geht's halbwegs. Das Flugzeug macht tatsächlich Spaß. Ihr sollt
Ihr brennt! Wieso hast du mich jetzt erwischt, verfluchte Scheiße nochmal? Danke. Wieso hat der mich jetzt erwischt? Es ist wie in War Thunder. Solange das Ding nicht in tausend Teile zerfallen ist. Ja, und mein Pilot stirbt gerade. Ihr seht wieder. Ja. Nein, das ist bei dem Flugzeug. Moment, ich starte mal schon neu. Das sind zwei Sitze. Eigentlich ein Co-Pilot ist es eigentlich nicht direkt, sondern ein Funker, Beobachter, Navigator. Und der sitzt halt neben einem. Das Problem bei dem Flugzeug ist, aus irgendeinem Grund ist das Visier in der Mitte. Was heißt Problem? Das Ungewöhnliche, lass es mich so sagen. Ich zeige es dir gleich, Moment. Also, hier denkt man, man sitzt in der Mitte. Du siehst, eigentlich sitzt der Pilot hier. Also eigentlich würde ich da lang gucken. Und das ist mein Co-Pilot auf dem anderen Sitz. Man ist aber hier sozusagen auf der Mitte im Visier quasi. Wo sind jetzt die feindlichen Bomben zu betrügen? Ja, also warum das Visier in der Mitte ist, ich habe keine Ahnung. Hätte der jetzt hier neben mir noch irgendeine Möglichkeit zu steuern, dann würde ich es noch halbwegs verstehen, dass es sozusagen, wenn ich ausfalle, er auch da lang gucken könnte, aber der hat ja nichts zum Steuern. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, warum das so ist. Also eigentlich fliegt der Pilot so und muss so zielen. Das ist komisch. Deswegen jedes Mal, wenn ich mich rumdrehe, gucke ich dem da in die Fresse. Mosquito! Britisch halt. Wo ist die Fotomaschine? Ach da. Okay. Ja, schön, dass du mir jetzt voll im Weg bist. Aber das Ding ist wirklich sehr agil dafür, dass es eine zweimotorige Maschine ist. Und ich glaube, der ist kaputt. Bleibt die Futtermaschine, wo ist die Futtermaschine? Ja.
Es ist so irritierend. Da ist er. Ja, der ist ja. Diese komischen Streifen sind übrigens keine Grafikfehler, sondern das sind Kratzer in der Scheibe. Nein, 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 du tröst mich nicht. Ach, das war daneben. Na komm schon. Geht der Sache. Einzelne Fenster, okay. Gut. Also, ich sag jetzt schon, vor der werde ich Schiss haben, wenn ich dem Ding begegne. Die Frage ist halt, wie viel hält das Ding aus? Das können wir auch noch testen. Das können wir auch noch testen. Nein. Das müsste eine G-Variante sein, gegen die geflogen sind, oder? Oder ich nehme meine geliebte F4. Normandie G6. Okay, dann fliegt Normandie gegen Normandie. Stimmt, die G6 lädt war ja auch Normandie. Stimmt, die Moskito ist ja der dritte, oder? Der erste Flieger ist, genau. Der erste war die Late, dann kam die U88 und bei den die Mosquito und die Spit. Was ist eine Spitfire? Ne, die Typhoon, genau. Und die P51, okay. Die P47D auch? Habe ich so viele Flieger verpasst in der Zwischenzeit? Okay. Gut. Was wollte ich? Moskito. Moskito. Fünf, 600 Meter würde ich zücken. Also die Kanonen sind schon recht präzise, wobei ich mal denke, dass wenn die da angeflogen sind, werden die trotzdem gestreut haben, wieso?
Das ist genauso wie mit den Abschussraten und so weiter, die die Amis gegen deutsche Panzer haben oder die Briten aus der Luft, genauso die Deutschen gegen Russen. Ja. Da waren oft gar nicht so viele Maschinen überhaupt Panzer unterwegs, als dass die hätten abgeschossen werden können, was da geclaimt worden ist. Ich lasse mal die Standardbewaffnung. Oder? Gut, die KI ist jetzt nicht die schlauste. Nicht mal im Ansatz. Was macht denn die KI da? Oh, Scheiße. Die Frage ist, warum trifft Hörnchen nicht? Weil ich nicht treffen, weil ich nicht ziehen kann. Ja, das war die Seite, wo ich den Flügel getroffen habe. Ich würde mal behaupten, ich habe den jetzt nicht so angeknackst, dass der da. Ich weiß jetzt nicht. Wir glauben es dir, Nonnes. Ich glaub's dir, aber es ist, wie gesagt, das ist immer so die Frage. Wer hat es erzählt und ja. Okay. KI-Pilot, also mit Vorsicht zu genießen. Aber so viel zu dem Moskito. Ein sicherlich hochinteressantes Flugzeug. Teil des Normandie-Pakets. Yep.